Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ihr seid bestimmt schon über diese Videos mit den Titeln gestolpert. Dicke Frau, sauer über Fakten. Arzt zerlegt Plus-Size-Model. Falls das, was ich euch jetzt erzähle, doch neu sein sollte. Eigentlich ging es um diese Debatte hauptsächlich um Body Positivity. Es gab verschiedenste Teilnehmende aus unterschiedlichen Bereichen, aber das, was sich sehr herauskristallisiert hat, war das Gespräch zwischen dem Arzt Felix und Tanja, einer adipösen Frau, auf der anderen Seite. Wenn ich die Debatte jetzt in meinen eigenen Worten kurz zusammenfassen sollte, es war eine Debatte, in der die Teilnehmenden untereinander gegenseitig ihre Wörter im Mund verdreht haben, in der sehr viele kommunikative Fehler begangen wurden und diese dann am Ende zu Missverständnissen führten. Das führte dazu, dass die Debatte am Ende einfach sehr unsachlich und aufbrausend wurde und einfach absolut nicht zielführend war. Ich möchte heute also mit euch darüber sprechen, wieso die Kommunikation in diesem Fall so auf allen Seiten versagt hat. Wie gesagt, es ging in dieser Debatte erstmal um Body Positivity und Selbstliebe. Es gab also verschiedene Parteien, die natürlich unterschiedliche Meinungen vertreten haben. Das ist erstmal nicht dramatisch, wenn man verschiedene Gesichtspunkte hat und diese dann natürlich erläutert und Stellung dazu nimmt. Das Problem an dieser Stelle war, dass die Debatte sich schnell zu einer sehr unsachlichen Fettleibigkeitsdebatte entwickelte. Wieso scheiterte hier die Kommunikation so drastisch? Um euch das zu erläutern, werde ich auf verschiedene Punkte eingehen. Der erste Punkt ist die fehlende thematische Trennung. Es gab einfach keinen wirklich sinnvollen thematischen Aufbau und das Problem war, dass einfach die Aspekte der Schönheit und auch die Aspekte der Gesundheit vermischt wurden. Wieso ist das jetzt so ein Problem und ist das nicht total normal, dass das passiert? Natürlich kommt es ab und zu in Debatten zu Vermischungen oder auch zu Überschneidungen der Themen. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, gerade die sensiblen Themen vielleicht nochmal kurz aufzuspalten. Der Bereich Gesundheit ist natürlich sehr faktenorientiert, wissenschaftslastig und einfach grundsätzlich neutral. Es geht einfach um Fakten. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich Schönheit oder auch Aussehen. Das ist natürlich schon eher ein persönliches, sensibles und auch potenziell emotionales Thema. Gerade wenn es um diese Debatte auch um Gesellschaftskritik und Hashtag Body Positivity und Selbstliebe geht und auch darum, sollte das jetzt jeder benutzen dürfen oder nicht und wenn ja, wieso nicht. Gerade wenn es um Gesellschaftskritik geht, ist es natürlich schon von Natur aus ein deutlich hitzigeres Thema. Es ist definitiv nicht so neutral wie das Gesundheitsthema. Dadurch entstehen natürlich auch zwei Ebenen der Kommunikation. Einmal die sachliche Ebene und einmal die Gefühlsebene. Wenn sich jetzt also zwei Menschen treffen und die auf zwei verschiedenen Ebenen der Kommunikation versuchen, sich zu unterhalten und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder auch eine Lösung zu finden, dann sind Missverständnisse einfach vorprogrammiert. Diese also sehr sinnvolle thematische Trennung fehlte in der Debatte. Dadurch wurden natürlich Emotionen sowie sachliche Aussagen als auch persönliche Meinungen quer durcheinander geworfen. Natürlich kommt es zu Fehlinterpretationen. Das ist natürlich frustrierend, kann potenziell wütend machen oder auch zu Verständnislosigkeit der anderen Partei führen. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns eigentlich wünschen. Wir möchten ja gerne auf einen gemeinsamen Nenner kommen, Kompromisse finden oder sogar vielleicht auch eine Lösung. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Moderation. Diese empfand ich beim Zuschauen tatsächlich relativ provokant und auch sehr stochernd. Ich hatte das Gefühl, dass gerade bei den leicht fehlzudeutenden Aussagen einfach natürlich auch durch diese thematische Vermischung nicht genug eingegriffen wurde und dass teilweise auch Missverständnisse nochmal unterstützt wurden, statt sie dann tatsächlich aufzuklären. Ich hatte das Gefühl, manchmal wurden die Missverständnisse eher nochmal bestärkt, statt wirklich aufgeklärt. In einigen Momenten wurde verpasst, nochmal einzugreifen und zu sagen, hey, kannst du mir den Punkt vielleicht nochmal erläutern? In anderen wurde einfach unterbrochen und die Themen wurden nicht zu Ende geführt, was natürlich ein riesengroßes Problem ist, gerade wenn man zwei Thematiken hat, die sich dann nochmal vermischen. Wir merken, Kommunikation ist unfassbar wichtig. Ich möchte auch nochmal gerne auf die Kommunikation zwischen Felix und Tanja eingehen. Felix war sehr neutral in seiner Kommunikation und hat Fakten benannt. Gerade in Bezug auf den gesundheitlichen Aspekt von Übergewicht und auch Adipositas und natürlich auch den potenziellen Folgen. Wir merken, Felix war auf einer sehr neutralen, sachlichen Ebene unterwegs. Tanja hingegen war währenddessen auf einer ganz anderen kommunikativen Ebene. Ohne dass sich Felix also explizit auf Tanja bezogen hätte, hat Tanja die Botschaft auf der emotionalen Ebene verstanden und sich natürlich dann auch angegriffen gefühlt. Sie hat das, was Felix ganz allgemein gehalten sagen wollte, auf sich selbst bezogen. Sie hatte auch sehr den Fokus auf den gesellschaftlichen Hintergrund und wollte gerne darüber sprechen. Unter anderem wollte sie aufmerksam machen auf die Ungerechtigkeiten gegenüber Adipösen, auch seitens der Ärzte. Jetzt darf man an dieser Stelle nicht vergessen, sie ist natürlich selber auch betroffen. Sie spricht also aus ihren persönlichen Erfahrungen und auch aus den Erfahrungen anderer. Und wir merken an dieser Stelle wieder, es sind zwei verschiedene Gesprächsebenen, die gerade parallel stattfinden. Natürlich kann es dabei zu großen Missverständnissen kommen, als auch zu emotionalen Reaktionen, aber bestimmt nicht zu einer Lösung. Jetzt ist diese Situation natürlich unangenehm für alle Beteiligten. Während Felix stark kritisiert wurde für seine belegbaren Fakten, die er genannt hat, hat sich Tanja sehr stark von diesen Fakten angegriffen gefühlt, weil sie auf sich selber bezogen hat. Das ist ein klassisches Kommunikationsproblem. Reißen wir mal kurz die Geschichte mit den Titeln an. Dicke Frau sauer über Fakten oder auch Arzt zerlegt Plus-Size-Model. Wir sollten niemanden für Kommunikationsprobleme unsachlich kritisieren, das hilft niemandem weiter. Auf diese Art und Weise werden wir keine Lösung finden. Ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal auf ein Problem eingehen, was Tanja genannt hat.
Die Angst vor Verurteilung. Dass Fettleibige oder auch Mehrgewichtige, wie Tanja sie nennt, einfach viel zu spät zum Arzt gehen, weil sie wirklich Angst haben, verurteilt zu werden oder auch einfach nicht gleichwertig behandelt zu werden in Bezug auf die ärztliche Versorgung. Es geht in diesem Fall darum, dass Übergewichtige meistens einfach nur gesagt bekommen, hey, deine gesundheitlichen Probleme sind auf jeden Fall auf dein Übergewicht zurückzuführen. Wir brauchen dich jetzt auch gar nicht so intensiv zu untersuchen wie zum Beispiel eine nicht übergewichtige Person. Nimm einfach erstmal ein paar Kilo ab. Es ist wichtig, auf diesen Zustand aufmerksam zu machen. Natürlich denken auch Ärzte in Schubladen und haben zwischendurch vollkommen unbewusst Vorurteile. Ärzte sind schließlich auch nur Menschen. Worauf ich jetzt gerne an dieser Stelle eingehen würde, ist die Arzt-Patienten-Kommunikation. Das hat jetzt nur zweitrangig mit der Debatte zu tun, ich finde es aber dennoch sehr wichtig, das mal kurz anzusprechen. Menschen, die Hilfe suchen und die überfordert sind mit ihrer Gesundheit, die sollten keine Angst haben, zum Arzt zu gehen und dann verurteilt zu werden aufgrund ihres Übergewichts. Natürlich sollten Ärzte offen und ehrlich kommunizieren, aber am besten vorurteilsfrei und auf eine sensible Art und Weise. Auch weil Übergewicht und Adipositas ein sehr triggerndes und sensibles Thema sein kann, womit die Betroffenen wirklich Probleme haben, umzugehen. Es ist nicht sonderlich hilfreich, wenn man dann noch verurteilt wird. Außerdem hat Tanja noch etwas in ihre Highlights hochgeladen auf Instagram. Es ging sehr viel um Schuldzuweisung und weniger um einen Lösungsansatz. Auch hier sind wir wieder bei der Kommunikation angelangt. Man muss sich natürlich, wie vorhin schon erwähnt, am besten auf einer Kommunikationsebene treffen. Man sollte sich einerseits also ein bisschen entgegenkommen und gucken, hey, vielleicht sollte ich ein bisschen sensibler mit meiner Kommunikation sein, auch wenn es um Fakten geht. Auf der anderen Seite sollte man natürlich überlegen, hey, wieso triggern mich die Themen denn so extrem? Was ist denn jetzt nur mit Body Positivity? Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? An dieser Stelle kommt meine persönliche Meinung. Ich finde, Body Positivity ist eine sehr gute und sinnvolle Bewegung alleine für die mentale Gesundheit. Body Positivity oder auch Selbstliebe kann natürlich dazu führen, dass man sich selber findet, dass man sich selber akzeptiert, sich wohl mit sich fühlt und sich auch lieben lernt. Gerade wenn angeblich perfekte Influencer auch mal auf ihre Makel hinweisen, hilft das natürlich auch den Zuschauern einfach zu sehen, hey, wir alle sind nur Menschen und wir alle haben unsere Makel. Wir sind nicht perfekt. Jeder hat irgendwelche Punkte, an denen er struggelt, auch die angeblich perfekten Influencer. Jetzt hat Body Positivity an sich natürlich auch einen kleinen negativen Beigeschmack. Man kann die Body Positivity Bewegung natürlich auch dazu nutzen, wenn man nicht genug selber an sich arbeiten möchte oder es tatsächlich auch einfach nicht schafft. Obwohl man eigentlich, wenn man wirklich ehrlich mit sich selber wäre, gerne etwas verändern würde. Ich hoffe natürlich an dieser Stelle, dass kommunikationstechnisch auch rübergekommen ist, dass das nur konstruktive Kritik sein sollte. Ich möchte an dieser Stelle natürlich niemanden angreifen, weder die Moderation noch die Teilnehmenden. Ich weiß natürlich, dass es ein sehr sensibles Thema ist und auch ich mache Kommunikationsfehler, deswegen wollte ich das an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal klar und deutlich sagen. Ich fand es besonders wichtig, mal über den kommunikativen Aspekt zu sprechen, weil Kommunikation einfach stark unterschätzt wird. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen super, super schönen Tag und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.